die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. So, gut schauen, ob die Haare passen. Alles gut. Ja, ich habe mich kurz hier ins Schlafzimmer verzogen, um den Vlog zu starten, weil bei uns ist Halligalli, volles Haus natürlich und dann kann man irgendwie nirgends eine freie Minute finden, wo man mal kurz reden kann. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich nehme euch heute durch den Tag wieder mit. Wir sind mächtig im Nestbautrieb. Also der Papa, der hat sich für diesen Tag und für das Wochenende richtig viel vorgenommen. Möchte nämlich noch die Küche ausmalen und den Vorraum. Aber mal schauen, wie viel wir davon schaffen. Ja, ich bin heute in die 35. Schwangerschaftswoche gerutscht. Das heißt, die Kugel wird immer größer. Ich zeige es euch mal. So, ein bisschen Schritte zurück, dass ich auch alles einfangen kann. Also, das ist die Kugel. Ich trage so ein, wie heißt das? Also ein Rückenwärmer oder so ähnlich. Ich hatte auf jeden Fall mal den Papa gehört. Der hat es mir bei der Arbeit getragen und ich habe ihm das jetzt gestohlen, weil ich das so kuschelig finde. Das stützt den Bauch auch so ein bisschen und das ist voll angenehm. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ja, die Kugel wächst und wächst. Und sie ist immer schwerer zu tragen. Ich habe aktuell auch wieder so ein bisschen Schmerzen in der Symphyse. Das heißt, jeder Schritt schmerzt. Also das ist wirklich so unangenehm. Das ist ein Schmerz, den man am Schambeinknochen fühlt, so in der Nähe halt. Und das ist ganz normal, vor allem für Frauen, die schon mehrere Babys bekommen haben, wie ich in meinem Fall. Und auch, ja, also das gehört, nicht jeder muss es haben natürlich, aber ich hatte schon bei der Luisa diesen Schmerz und jetzt habe ich ihn nochmal intensiver. Ich habe zwar so einen Gurt, aber der ist unangenehm zum Tragen, wenn ich jetzt sitze oder so. Dann trage ich nur, wenn ich weiß, ich stehe jetzt lange. Zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas koche und dann stehe ich halt öfter auf und so und stehe halt. Ich habe heute auch ein Paket bekommen noch für unsere Baby-Erstausstattung und das werde ich euch gleich zeigen. Sorry, meine Lieben, kurzer Positionswechsel, weil mein Bauch schon ziemlich also zum Schmerzen begonnen hat in dieser Position hier sitzen. Deswegen bin ich jetzt ans Bettende runtergerutscht. Ja, ich wollte euch ja zeigen, was Tolles heute gekommen ist. Und zwar habe ich die Babypflege schon und die werde ich euch gleich zeigen. Ich finde die so toll, also ich bin richtig begeistert. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Marke, vielleicht kennt ihr sie aber auch nicht. Und zwar Burt's Bees. Ich glaube, die meisten von euch kennen eventuell die Lippenpflege von Burt's Bees. Aber ich glaube, darunter sind sie bekannt geworden. Ich habe auf jeden Fall auch für mich was geholt, wie ihr sehen könnt. Also das ist jetzt nicht fürs Baby. Ich kannte Burt's Bees tatsächlich nur als Lippenpflege und habe dann vor einigen Wochen bei meiner besten Freundin zu Hause das hier entdeckt, hatte sie bei ihrem Wickeltisch und das ist so eine Multisalbe fürs Baby und da habe ich sie gefragt und hä, du hast was von Burt's Bees, voll spannend und da hat sie voll darüber geschwärmt und sie hat es auch empfohlen bekommen und seitdem nutzt sie immer nur Burt's Bees und fand das richtig cool, habe mir ein bisschen umgeschaut und habe dann richtig viele Produkte gefunden. Ich zeige euch mal, was ich auf jeden Fall mir geholt habe. Erstens mal diese Salbe, die ich ja bei meiner Freundin gesehen habe, weil ich fand das so cool, es ist halt so eine Multisalbe, die kann man halt, ja, wie der Name schon sagt, überall anwenden. Sie ist petroleumfrei, sie hat keine Parabene, keine Weichmacher, keine Vaseline und so weiter. Da sind einfach Öle drinnen, also Kokosnussöl, Rizinusöl, Castoröl und ja, fand ich richtig cool. Deswegen habe ich das auch mir bestellt. Fürs Baby einfach, ja, wenn es mal irgendwo eine trockene Stelle hat oder einen wunden Popo, die kann man halt mehrseitig einsetzen, musste ich haben. Habe mir auch geholt, habe ich mich von meiner Freundin influenzen lassen. Dann habe ich natürlich auch so ein Shampoo and Wash, also für Kopf und also für Haare, Körper. Hat auch keine Parabene, kein Petroleum. Und was ich toll finde, diese Sachen sind geruchsfrei, was ja sehr, also das ist kein Parfum drinnen, was ja sehr wichtig ist für Babyhaut. Das soll man jetzt nicht so voll klatschen mit irgendwelchen Parfums. Und deswegen fand ich das super cool. Dann habe ich noch ein Öl fürs Baby zum Einschmieren nach dem Baden. Kann man dem Baby dann so eine Massage geben mit dem Öl und deswegen habe ich auch so ein Öl bestellt und eine Lotion. Also ich finde, wenn man das Baby gebadet hat, so ein bisschen Pflege schadet nicht. Ich weiß, viele sagen immer, soll das Baby nicht einschmieren. Ich habe alle meine Kinder immer eingeschmiert.
nach dem Baden, also entweder mal Öl oder Lotion. Also ich bin dann so eine, die dann immer so hin und her switcht. Und zusätzlich habe ich dann auch noch für die Windelpflege das mitgenommen. Das ist richtig spannend. Das ist eine Daily Cream to Powder, also eine Creme, die zu Puder wird. Fand ich auch richtig interessant, kannte ich nicht. Ich nutze gerne Puder, habe das auch bei meinen Mädels und auch bei Patrick immer gemacht und fand es so cool, dass das halt wie so eine Creme aufgetragen wird und dann hat so diesen Puder-Effekt halt, man streut jetzt nicht mehr so wild herum Puder, sondern man trägt es halt wirklich punktuell auf. Finde ich auch gut, wenn man so. Man kennt das von der Windel. Das sind Stellen, die einfach nicht trocken werden und die Kinder darunter leiden. Da finde ich Puder einfach ein bisschen besser. Deswegen habe ich einmal hier das Puder und die Multisalbe für unseren kleinen Bubilein. Und ich habe mir auch was bestellt für mich. Also einmal, wie ihr schon gesehen habt, diesen Lippenpflegestift. Der riecht sehr, sehr gut. Ein bisschen Pfefferminz ist auch dabei. Und ja, ich bin so ein Lippenpflege-Närrin, ich liebe das. Habe mir dann deswegen auch noch so einen Lippenbalsam mitgenommen. Der ist für die Nacht. Und der ist so, dann regt man das so auf. Ich liebe das. Ich mag das total gerne. Overnight Lip Treatment. Ist jetzt zwar nicht Nacht, aber egal. Und natürlich Bird Bees Mamas Belly Butter habe ich mir auch bestellt. Ich habe mir gedacht, ach, richtig toll, brauche ich. Ich schmier mich ja immer nach dem Duschen ein. Ich habe so ein bisschen eine trockene Haut jetzt bekommen in dieser Schwangerschaft. Und der Bauch muss natürlich immer eingeschmiert werden. Oberste Priorität bei mir, weil ich das Gefühl habe, er spannt so ein bisschen. Und durch die Pflege fühlt er sich so ein bisschen softer an. Und deswegen habe ich mir noch so eine Belly Butter für mich mitgenommen. Habe auch schon dran geschnuppert. Und sie riecht nach nichts. Es ist sehr, sehr angenehm. Also das ist wirklich, weil ich kann aktuell in dieser Schwangerschaft vertrage ich überhaupt keine Gerüche. Also ich habe schon lange kein Parfüm aufgetragen. Und ich finde es einfach so angenehm, dass sie einfach nach nichts riecht. So sehr neutral einfach. Und ja, sie ist sehr pflegend und Feuchtigkeit spendet. Ja, auf jeden Fall, das ist meine kleine Bird's Bees Ausbeute für unseren Buben, aber auch für mich. Und ich habe sogar einen Rabattcode, meine Lieben. Ihr könnt nämlich mit Diana20 20% sparen. Ich werde euch den Link zur Webseite unten reinpacken in die Infobox. Schaut euch mal die Produkte an. Sie sind wirklich nicht teuer oder so. Also das ist wirklich hochwertige Produkte. Und also auf 100% natürlicher Basis, was ich sehr, sehr, sehr toll finde für kleine Babys, für Neugeborene vor allem. Und schaut euch die Sachen mal an, vielleicht ist da wirklich auch was für euch dabei. Und vielleicht sucht ihr sogar noch ein Weihnachtsgeschenk. Deswegen schaut unbedingt vorbei bei Bird's Bees, weil sie haben nämlich auch ideal für Weihnachten so Geschenksets. Könnt euch die mal anschauen, vielleicht ist da wirklich auch was für eure Liebsten dabei. Und ja, nicht vergessen, Diana 20, 20% sparen und unten in der Infobox sind alle Links zu den Produkten und auch zur Webseite generell. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Stöbern, falls ihr auch was für euch raussuchen möchtet. Und ich werde jetzt mal schauen, was die restliche Familie so treibt und schauen wir mal, was die da so machen. Ich dachte, der Papa ist in der Küche. Dabei ist der Papa hier. Schaut mal, hier ist Military Instructor. Die Kinder müssen ihre Zimmer machen. Schau mal, Papa, schreib dich an. Das ist ein Dach. Ja, ich komme noch. Wenn ich fertig bin, dann gehe ich in ein anderes Zimmer. Also der Papa macht hier Kontrolle. Er stimmt, wie sieht er, ob die Zimmer sauber sind. Und natürlich sind die Zimmer nicht sauber. Und hier wird gestanden, Kontrolle. Sei froh, Michelle, dass der Papa kein richtiger. Ja, das muss auch rausbringen. Michelles Müll ist nämlich gerade dezent am Übergehen. Komm schnell, es rinnt alles an. Da rinnt nichts. Die Betten wurden jetzt gemacht. Ich habe mein Bett gemacht. Ja, die Betten müssen die Kinder selber machen, natürlich, und selber aufräumen. Soll ich noch einen Lalilu? Lalilu, was? Singen? Was mit Patricks Zimmer? Bin noch nicht fertig hier. Ja, danke. Diese Seite musst du auch. Aber du hast zu wenig Papier, weil es ist viel zum Putzen. Hast du nur ein Stück Papier mitgenommen? Lass sie noch Hausaufgaben machen. Das dauert eine Minute. Na komm, Papa, mach den Schrank. Fällt dir irgendwas beim Fernseher auf? Aber nicht der Fernseher ist das Problem, sondern was anderes. Die Michelle war fett. Welche? Diese kleine Spielcontroller. Ja, Michelle, das ist doch wurscht. Motivation ist da. Oh.
Hast du dein Bett frisch bezogen? Wie lange brauchst du das noch? Für die Hausaufgaben. Geh, komm, aber lass die Kinder in Ruhe. Wir sind danach. Ja, ja, so ist das mit Teenager-Kindern. Also die müssen bei uns schon selber... Hi, Patrick. ...putzen. Was schaust du denn so, Patrick? Komm, aber geh mal rauf. Ich brauche diese Spitze aus Papier. Ja, die Kinder müssen auf jeden Fall selber aufräumen, weil wir haben oben schon genug zum Aufräumen. Und ich finde, das ist auch wichtig, ne, für die Entwicklung, dass die selber ihren Dreck wegmachen. So, ich gehe mal rauf. Ich werde mal vielleicht jetzt mit dem Mittagessen beginnen, bevor der Papa jetzt auf die Idee kommt, alles rauszureißen und anzumalen. Ich bin jetzt hier mit Kochen beschäftigt. Ich mache heute eine Spaghetti Bolognese und der Papa ist da hinten mit Ausräumen beschäftigt, weil wir haben ja gesagt, der Papa ist ja im Fieber. Ja, ich habe Fieber. Also wir räumen jetzt schon mal ein bisschen die Küche aus. Weiß nicht, ob sich heute überhaupt irgendwas ausgehen wird, der Papa muss dann später nochmal zu Physio. Aber ja, wir räumen einfach mal diesen Vorratsschrank aus. Der schaut sowieso immer ein bisschen vollgemüllt aus. Muss man so ein neues System oder ein besseres überlegen. Und ja, mal schauen, wie weit wir kommen, weil eine Küche auszumalen ist dann doch ein bisschen aufwendig, aber vielleicht schaffen wir es ja, mal schauen. Aber nicht so lange labern, ich werde jetzt kochen, ich werde Spaghetti Bolognese machen, da nehme ich euch jetzt aber nicht großartig mit, weil, ja, kennt man, oder? Hat man schon öfter gesehen bei uns. Und ich zeige euch danach, wie das fertige Gericht ausschaut und werde mich jetzt ein bisschen beeilen, damit ja, es weitergeht. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dem Papa dabei zuschauen, wie er hier den Vorratsschrank ausräumt. So, meine Lieben, Essen ist fertig. Spaghetti Bolognese. Die Kinder sind alle da, außer der Patrick. Der hat keinen Bock jetzt mitzuessen. Da sitzt jetzt der Papa und der hat jetzt hinten komplett ausgeräumt, wie ihr sehen könnt. Papa zieht sich jetzt noch schnell um, weil er fährt ja, glaube ich, er fährt jetzt gleich anschließend zum Physio. Und er zieht sich jetzt schon seine Sportklamotten an. Ja, wir werden jetzt einfach mal in Ruhe essen und wir melden uns dann später. So, die Mäuse haben jetzt Bock auf Wasserfarben malen gehabt, deswegen... Mama, was ist jetzt noch? Du musst mehr Wasser nehmen, Schatz, und mehr Farbe. Hast du die Sonne gemacht? Ja, ich habe Wasser. Gib dir Luisa auch ein bisschen mehr Farbe in die Nähe, Schatz, das ist alles bei dir drin. Danke. Diese Farben könnt ihr auch mal waschen. Das sind ja eigentlich nur... Ja, ich war die wieder. Ich werde die jetzt waschen. Ich war die wieder, die du noch hast. Luisa, du musst ganz viel Farbe reinrühren. Ja, ja, genau. Mehr, mehr, mehr. Und mehr Wasser nehmen. Genau. Und während die Mäuse hier malen, werde ich jetzt hier den Geschirrspüler einräumen. Das Essen wegräumen, was übergeblieben ist. Der Papa ist schon weg, habe ich euch ja schon gesagt, dass er Physio hat. Und ich bin der ist gerade beim Arzt. Der ist beim Arzt, ja. Physiotherapie und ja, ich werde auf jeden Fall mal aufräumen. Und dann werde ich mich auch ein bisschen hinsetzen, weil ich bin schon wieder richtig, richtig aus der Puste. Ich war grün. Ich bin grün. Ich muss gerade waschen. Okay. Ich muss ein bisschen warten. Hey! Da kann ich nicht machen. Nein! Nein! Was ist denn? Ich brauche noch blauer ein bisschen. Ja, bitte nicht streiten. Warte. Aber sie teilt nicht mit mir. Ja, gleich. Ich werde die nur in Farben hinstellen, dann wird sie das sowieso machen. Lisa? Schau. Du kannst mit diesen Neonfarben malen, ne? Was? Schön schön aus. Ja, nicht klar. War so klar, das Ding. Gib ihn. So. Ja, wie lange die Nüsse hat. Aber Lisa, bleibt. Wir tun damit teilen. Das kann. Das ist nur nass. Das ist nass? Jo. Das ist ein bisschen Was
da in die Mitte, bitte. Dann hat jeder was davon. Schau, wir tun das aufs Fetzerl drauf. So, bitteschön. Pfefferpalm. Also, du musst immer zuerst Farbwasser nehmen. So, Geschirrspüler habe ich eingeräumt und jetzt sitze ich hier mit meinem... Sorry. Hast du dich nass gemacht? Nein, Luisa hat mich nass gemacht. Oh, Luisa hat dich nass gemacht. Und jetzt sitze ich hier mit meinen Mädels und wir malen zusammen. Gell, Luisa? Ja. Wir haben hier so einen kreativen, bunten Regenbogen gemacht. Ich und die Luisa und die Lara malt wunderschön. Lara, zeig mal dein Bild. Oh. Ich mache gerade Apfel nach dem Boden. Bist du das? Hast du den Badeanzug an oder ist das ein Kleid? Ein Kleid, aber mein Kleid sieht noch nicht ganz gut. Ich muss noch anders machen. Das ist ein Trägerkleid. Sieht aber schön aus. Die Lara ist schön gemalt, Lara, oder? Lara hat sich so Apfel auf den Boden gemalt. Lara hat Apfel auf den Boden gemalt, ja. So, ich habe mich jetzt ins Schlafzimmer verzogen und die Lara ist mitgekommen. Die Lara hat hier auf ihrem iPad so eine Lern-App, die ich hier runtergeladen habe. Die heißt Anton. Und da macht sie von der ersten Klasse die Übungen und die sind perfekt für Vorschulkinder. Also falls ihr diese App auch nutzen wollt, die ist kostenfrei und voll cool. Und die Lara hat richtig Spaß. Jetzt macht sie gerade zählen, oder? Okay. So cool. Und Buchstaben hat sie auch vorhin gemacht, kann sie auch schon richtig gut. Ja, und ich habe hier meinen Laptop und werde ein bisschen arbeiten. Die Luisa ist unten bei Michelle und Patrick. Und wir zwei lernen und arbeiten. Gell, Lara? Für die Mami wird auch ein bisschen arbeiten. Schreibe die 1 mit deinem Finger nach. Aber jetzt ist das bei den anderen viel anders. Jetzt schreibst du eine 1. Ja, erst haben wir eine 0 gemacht und jetzt mache ich eine 1. Komisch. Okay. Schreibe die 2 mit deinem Finger nach. Hab ich ihn gewusst. Mittlerweile ist es schon dunkel und der Papa ist auch schon von der Physio zurück und wir räumen jetzt gerade die Küche zu Ende fertig aus. Also die Bilder sind weg, wie ihr sehen könnt, und ich mache gerade die Gardinen und die Stange ab und Papa hat die ganzen Pflanzen jetzt noch weggebracht. Ja, wir werden jetzt nur abpicken, also so die Fensterrahmen und die Steckdosen. Der Papa hat sich jetzt ans Werk gemacht, klebt alles ab. Hier habe ich schon die Steckdosen. Oh mein Gott. Also geh. Okay. Ja, Luisa ist ein bisschen kuschelbedürftig mit Mami. Bitte Katze, bitte Katze. Kurzes Küchenupdate für euch. Der Papa repariert gerade Löcher. Du kriegst auch Chicken Nuggets von die Lara. Ja. Der Papa hat jetzt hier oben dieses Loch da repariert. Dann hat er die Wand, also die Küchenschränke abgepickt. Und jetzt repariert er so gerade ein paar Löcher oder halt so ein paar, wo man mal irgendwie dagegen getreten ist oder so dagegen gekommen ist und so kleine Mini-Löcher, oder? Ja. Ja, und ich mache gerade Pommes für die Family, weil die Bande jetzt hungrig ist. Das ist Papas Portion. Papi, ein paar Pommes. Ja, nur so. Für Hunger zwischendurch. Ja. Und die Kinder, die haben auch schon gegessen. Wir haben uns so in Schichten aufgeteilt. Wir essen jetzt im Wohnzimmer. Wir werden uns jetzt auch vom Vlog verabschieden. Und wir sehen uns dann, ich glaube, das nächste Video schon, das erste. Dezember? Ja. Also, bis zum Vlogmas. Bis dann. Tschüss. Tschüss.